Ja, hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga. Wer mich noch nicht kennt, nach 650 Videos, ja, muss ich nochmal erwähnen. Ich bin Markus, Yogalehrer, Heilpraktiker, Masseur, Dozent, Autor und ein paar Dinge mehr. Und beschäftige mich auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga mit den Themen Yoga, Leben und Gesundheit aus einer möglichst ganzheitlichen Richtung. Aus Sicht des Yoga, das ist so mein Hauptanliegen. Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin, aus Sicht der Naturheilkunde, aus Sicht der Psychosomatik und aus Sicht der Schulmedizin. Auch die Schulmedizin hat ihre Berechtigung im Leben, hat viele gute Dinge getan, allerdings fehlt immer noch, ja, die Menschlichkeit, sage ich mal. Das Ego ist immer noch zu riesig von diesen Ärzten, Professoren, wie sie auch heißen. Und die Ganzheitlichkeit der Medizin wird nicht honoriert. Man trennt im Gegenteil wieder. Man hat eine Schulmedizin, man hat eine Naturheilkunde oder die Schulmedizin spricht dann von Komplementärmedizin. Gibt es ja schon ein Video von mir. Aber ich behaupte, die ganzheitliche Richtung ist die Medizin, die als Basis dienen sollte und alles andere als komplementär gesehen werden sollte. Und so ist es immer wichtig, so gut man es kann, so gut man es weiß, die Natur des Menschen, die Erkrankungen, die Gesundheit, die Lebensweise aus einer ganzheitlichen Perspektive zu sehen. Eben nicht nur aus der materiellen Sicht, sondern von so vielen Ebenen wie möglich. Man kennt ja auch im Buddhismus, glaube ich, gibt es 20, 25 Bewusstseinsebenen, ja, und je höher man da oben ist, desto mehr überblickt man das Ganze. Und dann wird man erkennen, dass das Leben, wie wir es so sehen, auf der materiellen Ebene nur eine Illusion ist. So wie ein Mensch ärgere dich nicht Spiel, dass man spielt, dann hat einer gewonnen, einer verloren, irgendwann vergisst man wieder, dass einer gewonnen oder verloren hat. Ja, und dann wird es weggepackt und das Leben ist dann vorbei sozusagen. Dann kommt ein neues Leben, ein neues Spiel, Spiel des Lebens, dann spielt man wieder. Und es geht nur darum, dass man eben was tut, um sich zu entwickeln. Und deswegen immer auf meinem Kanal diese Ganzheitlichkeit nicht immer nur isoliert betrachten, auch nicht isoliert aus Sicht der Esoterik, Spiritualität, alles betrachtet, sondern es gehört alles zusammen. Körper, Geist und Seele gehört zusammen. Der Geist ist vielleicht der Himmel oben. Der Körper ist die Erde unten und der Mensch, die Seele ist so dazwischen. Man spricht ja auch von den Seelenkräften schlussendlich dann, die den Menschen beseelen, als Menschen ausmachen. Wir können denken, wir können fühlen. Und wir können handeln, das wäre dann aus dem Bauch heraus, oder das Wollen, wie es in der Anthroposophie beschrieben wird. Das macht den Menschen aus. Und alle drei zusammen als Einheit bilden das Leben. Doch diese drei Kräfte, Energien sind etwas, ja, verschoben, könnte man sagen. Der Mensch ist sehr kopflastig, denkt zu viel. Ja, dann sagt man, man muss mehr ins Fühlen kommen, die Gefühle bedenkt man auch, was denke ich, wie fühle ich mich. Und dann ist es dasselbe manchmal. Und im Endeffekt sollte man versuchen, in die Mitte zu kommen, in die Balance. Das ist das, was das Leben ausmacht. Man handelt eben so, angepasst an das Leben und nicht angepasst an die denkende Gesellschaft, an die denkenden Normen, die bestimmte Gesellschaften aufstellen, sondern das, was menschlich ist, tut man auf der menschlichen Ebene. Gut, im Straßenverkehr gibt es schon Vorschriften, die sind schon bestimmt richtig so. Auch wenn irgendwo vielleicht mal nur 80 ist, wo man denkt, da könnte ich doch auch mit 140 durchfahren. Ja,
Das sind dann so ein bisschen mehr materielle Dinge, die schon so sein müssen wohl. Aber im menschlichen Leben geht es immer um das Individuum, das fühlt, das handelt, das denkt. Und da ist jeder anders, jeder ist ein Unikat. Und wenn man es nicht ganzheitlich betrachtet, dann wird der Mensch eben ein Objekt. Ja, der Mensch muss arbeiten, Geld verdienen, Steuern zahlen, dies tun, jenes tun, ein Haus haben, eine Wohnung, eine Familie, zwei Kinder oder auch drei oder eins. Und so hat man so gewisse Vorgaben, man muss einen Schulabschluss haben, man muss dies und man muss das. Und der Mensch orientiert sich dann eben an diesen Vorgaben. Und der freie Mensch orientiert sich eben immer weniger daran. Schon was gesellschaftlich so im Zusammenleben wichtig ist, da sollte man sich schon dran halten. Aber was das Individuum betrifft, kann man nur selber entscheiden. Was ich in Gesundheitsfragen mache, gehe ich zu dem Behandlung, zu dem, zum Arzt, zum Heilpraktiker. Wie denke ich, das ist jedem sein eigenes Ding. Doch, wenn man anders denkt wie andere, wird man manchmal auch komisch von der Seite angeschaut. Oder früher, wenn man vegetarisch war, dann hieß es dann die Körnerfresser, so negativ abwertend. Ja, heute ist es schon normal, aber manchmal ist es dann so, dass die Vegetarier das machen und sagen, ja, die Fleischfresser, die tun sich nichts Gutes an. Nun, dann machen sie genau dasselbe, was mit ihnen mal gemacht worden ist. Und so muss man eben immer auf sich schauen, sein eigenes Leben leben, seine eigenen Gedanken sich machen und vor allen Dingen auch fühlen lernen, Mut entwickeln, wie man ins Leben geht. Und viele Menschen haben eben, warum auch immer, Angst. Grundlegend natürlich ist es die Angst vor dem Tod, aus dem alle anderen Ängste entstehen. Aber im Laufe des Lebens erfahren wir gewisse Dinge, es entwickeln sich Ängste und dann speichert man die und diese beeinflussen dann das weitere Leben. Und so kann man eben oft nicht mutig ins Leben treten, weil man geprägt ist, angstgeprägt. Das ist in unserem Reptilienhirn so abgespeichert. Gewisse Dinge, die man als Gefahren sieht, wenn der Chef so böse guckt, dann ist es für manche eine Gefahr. Was ist da los? Und objektiv kann mir der Chef ja nichts. Er kann mich ja nicht killen oder kann mich nicht schlagen, darf mich nicht schlagen zumindest. Aber manche sehen die Augen vom Chef, oh, das hat wieder mies gelaunt, vielleicht war zu Hause irgendwas und dann kriegt man innerlich Panik, Stress, Angst, je nach Muster. Und das muss ja nicht sein. Und so sind wir eben geprägt durch das Leben und es entstehen viele, viele Ängste. Und da der Mensch die Sicherheit liebt, der Körper, das Wesen, die Seele liebt die Sicherheit, folgen wir dann anderen Menschen, damit wir eben so wie geführt sind, sicher sind, richtig gefühlt sind, ah, die machen das auch so, mache ich das auch so. Und dann sieht man oft in den therapeutischen Praxen, dass die Menschen ihr Leben lang mitrennen und niemals ihr eigenes Leben leben. Und so gilt es immer mehr in die Ganzheitlichkeit zu kommen und nicht eben, wie gesagt, nur die materielle Ebene sehen oder auch nur die spirituelle, sie alles göttlich, so wie es im Yoga in der Vedanta-Philosophie ist, alles ist göttlich, die Welt, wie wir sie sehen, ist eine Illusion. Ist schon richtig, aber wenn ich die Erde nicht ernst nehme, sprich ich habe einen Körper, ich muss mich darum kümmern, dann wird man vielleicht krank und dann hat man andere Probleme. Man kann nicht mehr das göttliche Leben leben. Ja, so haben auch viele Heilige, wo eben nur das Spirituelle wichtig war, den Körper oft vernachlässigt in früheren Zeiten. Die haben dann Krebs gehabt und andere Erkrankungen. Aber das sind andere Wesen, sage ich mal, der Mensch, der Normale. Und die fliegen vor meiner Kamera. Muss sich um seinen Körper kümmern, um seine Seele, um seine irdische Existenz. Denn sonst wären wir ja gar nicht hier. Wir sind nicht ohne Grund hier. Und jemand hat mal zu mir gesagt, derjenige oder die Seele, die sich auf diese Erde inkarniert, hat sehr viel Mut, Vertrauen
und möchte wirklich etwas verändern, weil die meisten hätten Angst und inkarnieren sich nicht auf diese anstrengende Erde. Ja, meint man manchmal gar nicht, muss immer mal die Fliegen wegmachen. Doch die Welt, gerade in den letzten Jahren, wir haben gesehen, da ist ganz schön viel Missgunst, Neid, Dreck am Stecken und negative Energien, die dann in den letzten 2 Jahren so sehr stark geworden sind und die geklärt werden müssen. Und hier ist jeder Mensch aufgefordert, mal seine eigene Meinung zu entwickeln und dazu zu stehen. Mutig dazu zu stehen und nicht aus Angst mitzurennen. Ja, und so dürfen wir eben dankbar sein, dass wir auf die Erde gekommen sind oder die Seele sich inkarniert hat, dass wir bereit sind, uns zu entwickeln, damit wir die göttliche Existenz erkennen, unser eigenes inneres Selbst und dass man dann schlussendlich, wie man es im Yoga versucht, in den göttlichen Ozean einzutreten, sodass alles eins wird. Körper, Geist und Seele sagt, man ist eins, doch man lebt eben nicht so, als wäre es eins. Auch diese ganzen Bücher, ja, werden Millionen Bücher verkauft über diese Dinge, doch die Menschheit braucht noch einige Zeit, damit sie wirklich aufwacht. Im Thema Aufwachen könnt ihr euch auch, die letzten Tage habe ich ein Video gemacht über das Aufwachen der Menschheit, die immer noch so wie im Tiefschlaf ist, in einer Trägheit, Dumpfheit. Und man möchte natürlich dann auch nicht, wenn man so in einer Dumpfheit drin ist, dass andere Menschen sich so frei entwickeln. Es gibt ja die, die dann sagen, wir wandern aus oder reisen durch die Welt, leben ohne Geld. Die bewundert man dann entweder, weil sie das machen, was man selber nicht macht oder sich nicht traut zu machen. Oder man beschimpft sie, verurteilt sie, oder die arbeiten ihr nichts, die rennen weg und bla bla bla, weil man sie eben beneidet. Und so ist der Neid eben nicht so gut, eine sehr negative Kraft, die im Grunde aus der Angst entsteht, dass ich selber mich nicht traue, mich zu entwickeln. Oder auch, wenn man sich selber nicht gut fühlt, nicht selbstbewusst fühlt, dann beneidet man andere oder eben beschimpft sie, die haben so viel Geld, die machen bestimmt das und das falsch. Ja, jeder hat sein eigenes Schicksal, sein eigenes Leben und man sollte diese Themen bei jedem Einzelnen lassen und dann ist es gut so. Ja, so ist das Leben. Und das Leben ist immer anders, wie man denkt. Ja. Das Leben verlangt, dass man beobachtet, dass man hinschaut, außer wenn Fliegen davor sind, dass man die Dinge anschaut, betrachtet und dann eben verändert, so wie ein Handwerker, der guckt dann, ist das überhaupt stabil, das Tischbein, hat das noch eine Ecke, die muss ich mal abfeilen. Und so versucht man eben das Beste draus zu machen. Und jeder Mensch ist anders. Der eine Tischler macht Tische, die sind Millionen wert. Und der andere macht einen Tisch, ja, da kommt eine arme Familie, kauft das für 20 Euro und als Beispiel, und tut da Essen dran. Und das andere wird im Museum ausgestellt. Ja, aber jeder Tisch ist gut, wenn die Funktion da ist, wenn es gut ausschaut. Und nicht jeder hat eben so herausragende Fähigkeiten oder Menschen, die dann, Kinder, die mit 4 Jahren dann schon Symphonien auf dem Klavier spielen können. Das kommt nicht von einem Leben allein, das gibt es gar nicht. Weil in 4 Jahren kann man so viel nicht lernen. Da müssen schon gewisse Dinge da sein. Und so braucht man niemanden beneiden, wer berühmter ist, wer besser ist, wer hübscher ist. Das ist völlig Wurst. Denn jeder ist anders. Wir haben viele Leben hinter uns, so sagt man. Wir waren mal ein Tier, viele Tiere, Affe, Hund, Katze, Maus, Pflanze, Mineralstoff. Wir waren alles, wir haben praktisch die ganze Evolution gemäß der Yoga-Lehre durchgemacht.
Und alles, was es auf der Erde gibt, all das haben wir in uns drin. Sprich, die ganze Evolution, und das ist schon eine Menge. Nur der Mensch ist sehr begrenzt, eben gerade durch sein Denken. Durch das Denken wird viel blockiert, viel Freiraum genommen. In so Scheuklappenphänomenen, nur das geht, nur das ist wichtig, nur was die Wissenschaft sagt, ist wichtig. Und dann verpasst man eben den Blick auf das große Ganze. Und gemäß der Yoga-Philosophie ist die Welt in uns drin oder wir sind die Welt. Und wo ist da der Unterschied? Warum ist dann einer auf dieser Welt besser oder schlechter? Es wäre wie wenn ich sage, dass die Darmwandzelle besser ist oder schlechter ist wie die Gehirnzelle. Den Körper interessiert es nicht. Jede Zelle hat seine Aufgaben, macht ihr Ding und alles gehört zusammen. So gehören auch alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, die ganze Natur, das Wasser, die Sterne, die Planeten, das Universum. Alles gehört zusammen. Und wenn man das ein bisschen mal versteht, nicht mit dem Intellekt, sondern mit dem Gefühl, mit dem Herz, mit dem Bauch, mit dem ganzen Wesen, dann kommt man immer mehr in friedlichere Regionen. Man sieht ja, der Mensch hat nicht viel gelernt aus der Geschichte, ich habe es in einigen Videos schon gesagt. Er macht immer noch Kriege, Fliegen haben es auch nicht gelernt. Immer noch Kriege, immer noch Missgunst, immer noch Neid, immer noch dreht es sich, auch trotz dieser letzten Krise. Immer noch um Arbeit, immer noch um Geld verdienen, es ist immer noch gleich. Manche haben sich verändert und manche sind noch tiefer in die Abgründe hineingerutscht. Und da gehört es eben mal, dass die Menschheit aufwacht. Hinschaut, man sieht es doch, dass etwas nicht flüssig ist im Leben, in der Gesellschaft, dass etwas nicht in Ordnung ist im Medizinbereich. Es werden so viele Therapien, die gut wären, werden so wie abgeschnitten, weggemacht, funktioniert nicht. Wo man als normal denkender Mensch sagt, was ist da los, kann doch gar nicht sein. So wie wenn irgendjemand sagt, es ist eine grüne Ampel und der andere sagt, nee, die Ampel ist rot, bleib noch stehen. Und der Mensch sagt, nee, ist grün, ich kann schon gehen, ich kann im Leben vorwärts gehen. Sagt der andere, nee, das ist rot. So wie man so aus manchen so narzisstischen Beziehungen vielleicht kennt, dass man so diese Dinge verdreht. Ich glaube, so Gaslighting oder so, wie das heißt. Und so verdreht manchmal die Gesellschaft, die Regierung, die Politik, die Ärzteschaft, die Verkäufer gewisse Dinge, sodass man eben gewisse Dinge tut, die gar nicht gut sind. Und man trotzdem mitspielt, auch mit diesen ganzen Elektronikgelump, zu viel Sendemasten, zu viel Elektrosmog oder anderer Smog mit Autos, mit dies, mit das. Und dann sieht man, es sind immer so stückweise Dinge, die vielleicht gesagt werden, aber manches passt überhaupt nicht in den ganzen Kontext des Lebens. Und wenn das Leben fließen würde, wären die Menschen glücklich und vor allen Dingen auch gesund, im Körper, im Geist, aber das sind sie eben nicht. Solange man nicht aufwacht und anfängt, authentisch zu sein, sein Leben zu leben, und sich schon an gewisse gesellschaftliche Dinge anpasst, das gehört zum Zusammenleben dazu, aber eben grundlegend sein eigenes Ding macht, unabhängig, was andere denken, was andere meinen, was ich zu denken habe, zu tun habe, zu sagen habe. Und da gehört, ja, meiner Meinung nach dran gearbeitet, dass man in ein authentisches Leben kommt. Ja, das war's mal wieder. Für heute ein paar Gedanken zum Leben, zum Sonntag, zum Wort zum Sonntag, könnte man schon fast sagen. Es gibt immer wieder Gedanken und schlussendlich sollte man ja nicht so viel denken, sondern das, was man integriert hat in seinen ganzen Körper, in sein ganzes Wesen, das sollte man eben leben. Leben ist Leben und Leben ist nicht denken oder philosophieren, sondern Leben ist Leben. Ja. So könnt ihr auch mein Magazin ordern, Yoga, Leben und Gesundheit, Padmasana mit vielen Texten über das Leben, über den Yoga, zum Beispiel über die innere Lehre,
und Yoga-Philosophie. Da könnt ihr mal reinschauen. Ja, gerne abonniert meinen Kanal auf YouTube, hinterlasst Likes, Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Wünsche für gewisse Videos, dann schreibt mir das und ich schaue mal, was ich da an Videos so produzieren kann. Dann, ja, die Fliege ist auch noch da. Bedanke ich mich fürs Zuschauen, Zuhören. Gerne bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal für deine persönliche Entwicklung. Tschüss!